Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator oder auch die Tankstellensimulation genannt. Ja, wir machen jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir haben ja unseren ersten Mitarbeiter begrüßen dürfen. Oh, neue Level der Popularität. Sehr cool. Sehr schön. Nochmal ein, zwei Screenshots gemacht für die Fotogalerie. Alles klar. Leute, wir haben auf jeden Fall sehr viel herausgefunden in der letzten Folge. Wir können eine zweite Zapfsäule haben. Wir können ein paar neue Regale haben. Neue Waren. Mitarbeiter haben wir jetzt auch noch. Also, ihr seht, sehr viel ist geschehen. Wer jetzt meine Videos erst guckt, gerne mal einen Kommentar, Abo und ein Like da lassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ansonsten, die, die das schon kennt, Leute, ihr seht, und auch für diejenigen, die es nicht kennen, wir haben ja unseren Mitarbeiter bekommen, haben die Tankstelle auf Stufe 2 ausgebaut. Und als nächstes dachte ich, dass wir vielleicht das Warenhaus vergrößern. Denn das Warenhaus ist ja wirklich ja, sehr klein. Oh, wir haben keine Reifen mehr. Oh, wir haben keine Reifen mehr. Dann können wir nur noch den Spiegel hier austauschen einmal. Oh, Spiegel haben wir auch fast keine mehr. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. So. Das sieht gut aus. Schade, wir können die Reifen nicht austauschen. Ich meine, die bringen am meisten Kohle. Das war nicht gut. Okay. Ja, wollen wir mal gucken. Wir haben 859 Euro. Ein Kunde ist auch schon da. Ja, da werde ich gleich mal den Mitarbeiter holen, dass er das hier alles abarbeitet. Ich meine, das müssen wir alles nicht mehr machen, ne? Das kann ja alles unser Mitarbeiter machen. Das freut mich übrigens riesig, dass wir endlich eigene Mitarbeiter haben, die wir auch managen können und ja, mit denen alles machen können, was wir wollen quasi. Das freut mich. Wir werden mal wegen dem Lagerhaus einmal gucken. Einrichtung. Das war, glaube ich, hier Start. Nicht Workshop, sondern Warehouse. So, wir brauchen nur 200 Dollar. Das ist ja, easy zu leisten. Machen wir auch. Nochmal ein Screenshot. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir das auch verbessert. Jo. Jetzt können wir auch neue Waren bestellen. Was fehlt uns denn so? Alkohol könnte man nachbestellen. Ja, Nahrungsmittel auf jeden Fall. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir neue Regale bekommen haben. Weil wir jetzt Stufe 2 sind. Ja. Regale. Ja, Autopflege. Aha. Und Zeitungen. Das lohnt sich. Das werden wir machen. Ja, davon werde ich jeweils einen kaufen. Dann. Kohle haben wir jetzt nicht mehr so viel. Dann bestelle ich jetzt erst einmal. Ja, damit wir von alles ein bisschen was haben, werde ich jetzt eine Ladung Alkohol bestellen. Wie sieht es mit dem Tabak aus? Tabak ist noch gut. Eine Ladung Alkohol und eine Ladung Zeitung und Autopflege. Erstmal Autopflege. Was haben wir hier? Super Sunshine. Was ist das Billigste? Das hier, Super Sunshine. Preis ist sehr gut. Nehmen wir einen mit. Wasch und Wachs, Weed Cleaner. Boah, das ist auch sehr günstig. Scheint sonst mal sehr teuren Preis zu haben. Nehmen wir einmal mit, komm. Dann Zeitungen. Die billigste ist hier. Ich will nur einmal gucken wegen den Preisen. Okay, das ist kein guter Preis. Wie sieht es mit dem aus? Okay, ist auch jetzt nicht die beste. Das ist ein guter Preis. Davon nehmen wir auch nochmal einen mit. Dann würde ich gerne einmal eine Ladung Alkohol holen. Chevron's Light. Okay, 14 Dollar. Sehr guter Preis. Da können wir uns sogar leisten. Zweimal, wenn es geht. 202. Wir können sogar noch was bestellen. Wie sieht es mit dem Chevrons aus? Ja, oh, Chevrons sehr günstig. Einmal noch mitnehmen, Chevrons. Dann würde ich gerne einmal gucken wegen Reifen, ob wir da auch ein paar Reifen bestellen können. Ups. Und zwar hier, Autoteile, Reifen. Sehr guter Preis. Wie viele können wir uns leisten? Zwei Stück nur. Kratzer entfernen. Autospiegel kosten auch schon 55. Boah. Ja, wir können uns nichts leisten, deswegen bestellen wir das mal so. So.
Dann können wir die mal abarbeiten. Und dann gehen wir zum Lagerhaus, dass wir die neue Ware einmal einlagern können. Und das Lagerhaus können wir auch mal checken. Haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Gucken wir uns mal an. Oh, Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstatt. Das geht jetzt vor, Leute. Das geht jetzt vor. Das muss ich jetzt als erstes mal machen. Ja, und danach werde ich mir wohl überlegen, ob wir die zweite Zapfsäule angehen, ne? Wird Zeit. Kein Reifen, bitte. Oh, nur Reifen. Miese. Ja, das ist halt echt eklig, wenn wir keinen Reifen haben. Und vor allen Dingen, wir können uns nicht mal so viele leisten. Wir haben nur zwei Reifen jetzt bestellt für den ganzen Tag. Also, das wird eng. So, dann lass uns mal zum Lagerhaus gehen. Schon mal das Tor aufmachen. Können wir das wegräumen? Das können wir wegräumen. Okay. Ist ein Regal mehr dazu gekommen, ne? Nur ein Regalchen. Das heißt, das wird nachher hier alles voll geklatscht, wenn wir das Lager ausbauen. So. Bringen wir mal die Ware rein. Einmal müssen wir noch, glaube ich. Sehr schön. Das ist sehr gut. Jetzt gucken wir einmal, das war übrigens mein Handy, wenn ihr das gehört habt. Der redet auch mit mir irgendwie. Immer wenn er es nicht machen soll. Oh, das Tor habe ich jetzt nicht zugemacht. Also die Tür. Jetzt. Joe, so nett sind wir. Wir machen sogar deine Tür zu. Und jetzt hier die Reifen. Autoreifen. Auch einmal hier lagern. Oh, wo sind die? War es das schon? Okay, ich dachte, da wird sich was ändern. Aber weil das so wenig war, hat sich quasi nichts verändert. Von der Optik her jetzt. Aber das Lagerhaus ist auch schon gut voll. Wie man sieht. So, einmal zumachen. Ja, geht zu. Alles klar. Jetzt können wir quasi die Kunden wieder weiter abarbeiten. Ja, und dann überlege ich es mir mit der zweiten Zapfsäule. Denn zwei Zapfsäulen sind besser als einer. Dann haben wir gleichzeitig zwei Kunden immer, die wir abarbeiten können. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Und dann werde ich gleich mal die Regale einsortieren. Aber erst einmal den Kunden hier bedienen. Sehr gut. Dann Alkohol erstmal einsortieren. Place all. Place all. Guck mal, wie viel Platz da noch ist, ey. Dann hatten wir Zeitung bestellt und genau, das müssen wir erstmal platzieren. Zeitung und, was war das nochmal? Autopflegestand. Die würde ich hier irgendwie im Eingang machen. So ist es ja auch bei der Tankstelle immer, bei einer echten Tankstelle. Dass die irgendwie, ja, relativ am Ausgang oder am Eingangsbereich steht. Mucken wir das mal so. Ach, das kann man auch so reinstellen. Nee, das sieht nicht gut aus. Könnte es natürlich irgendwie so machen, aber nee. Lass mal. Machen das so. Oder so. Machen wir so. Ja, das sieht jetzt nicht gut aus da, aber das sind kleine Mängel, sag ich mal, ne? So, dann würde ich gerne nochmal die Zeitungsregale hinstellen. Wenn das hier gehen würde, wäre das richtig gut. Aber das wird nichts. Die Zeitungen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Wo wir mit den Zeitungen hingehen. Hm. Wird ein bisschen eng hier, ne? Dann lassen wir mal die hier. So. Ja. Hat was. Hat was. Boham Daily, Place All. Und hier nochmal Autoteile. Die kosten ja richtig Geld, also Autopflegeartikel. Und da hoffe ich ja, dass wir ordentlich Kohle mit verdienen können. Mal schauen. Vielleicht täusche ich mich auch. Wir werden das sehen. So, was hast du denn vom Herzen, mein Besser? Ein Reifen und ein Kratzer. Ja, okay, dann machen wir das erstmal mit dem Kratzer.
Ja, und dann werde ich Geld sparen, zweite Zapfsäule einmal machen und dann werde ich Geld sparen, ja, für die Autoteile, dass wir hier ein paar mehr Reifen haben und Kratzerentferner und Spiegeln werden ja auch knapp, ja. Deswegen müssen wir uns daran auch noch mal ransetzen, dass wir das auch noch mal schaffen. So. Sehr gut. Bisschen aufräumen hier. Oh, Kollege, nicht überfahren hier. Alles klar, das langt schon. Dann ist die Werkstatt dann auch wieder mal auf Vordermann gebracht. Da sollst du nicht bleiben. Hier rein sollst du. Sehr gut. Ja, Kunde an Kasse 2, Kunde an Kraftstoff. Ja, erstmal tanken. Sollen wir einen Mitarbeiter jetzt schon holen? Ich hole den Mitarbeiter einmal ran. Der kann ja arbeiten, du. Wir haben ja genug zu tun hier. Tanken, bediene die Kasse. Sehr gut. Soll er die Kasse bedienen? Weil dann können wir uns um andere Sachen kümmern hier. Sehr schön. Jetzt haben wir auch mehr Waren. Jetzt sollte es dementsprechend auch mehr Betrieb hier geben. Okay. Sieht gut aus. Ja. Der Laden läuft. Ach so, die Toiletten können wir auch nochmal erweitern. Ne? Haben wir die doppelte Einnahmen? Da müssen wir auch nochmal darüber nachdenken. Die Zapfsäule oder die. Oder eher die Toilette. Ich habe ja gelesen, doppelte Toilette bedeutet doppelte Einnahmen. Es lohnt sich wohl doppelt. Ja, wo bleibt denn unser Mitarbeiter, Mensch? Und zwar, das war. Guck mal, Lagerhaus will ich einmal gucken, wie viel Tank wir jetzt, Sprit wir lagern können. 350 Liter anstatt 200 ist gut. Ist schon mal etwas. Dann will ich einmal gucken. Was wollte ich jetzt genau? Das war hier genau sonstiges. Hier war das. Parkplatz über 2. Achso, da können mehr Kunden kommen, ne? Alles klar, das heißt, mehr Kunden kommen können vorbeikommen. Dann werde ich das auf jeden Fall bald angehen, dass wir den Boden hier wegräumen. Aber erst einmal gucken. Die zweite Toilette kostet nur 150. Zweite volle Kabine, dadurch verdoppelt sich der Aufwand, den gesamten Raum sauber zu halten. Aber wenn sie tatsächlich sauber sind, ist es das Geld wert. Die Zapfsäule. Die schalten wir jetzt mal frei. Dann haben wir selber auch ein bisschen mehr zu tun, während der Kollege an der Kasse ist. Kraftstoff-Zapfsäule 3. Okay. An der Bushaltestelle? Okay, auch nicht schlecht. Jedenfalls, ja, ich weiß gar nicht, wo der Mitarbeiter bleibt. Der braucht ja richtig lange. Hey! Was sitzt der da noch? Du sollst arbeiten, Kollege. Hey! Und der kriegt auch noch Geld. Erstmal bezahlen. So, jetzt aber. Mann, was ist da los, Kollege? Magic. Magic. Mavic. Mavic, oder wie der heißt. Ich kann seinen Namen gar nicht richtig aussprechen. Oh, Werkstatt. Ich gehe mal zur Werkstatt. So. Jetzt sollten wir eigentlich genug Materialien haben. Ein Reifen nur noch hier, aber genug Materialien, weißt du? Ah, gut. Der will nur, oder sie will nur eine Kratzerentfernung. Das machen wir doch gerne. Davon haben wir aber auch nicht mehr viele, ne? Aber sollten wir hinkriegen. So. Dann müssen wir halt Geld sparen, damit wir. Damit wir vielleicht noch ein paar Materialien kaufen und dann müssen wir mal gucken. So. So, jetzt arbeitet er die Kunden ab. Endlich. Das freut mich. Sehr gut. Der Laden läuft langsam. Ich werde den Kollegen nochmal jetzt zur Pause schicken. Eigentlich hat sich das gar nicht gelohnt.
dass er gearbeitet hat. Aber dort, die hat sehr viel gekauft. Da blüht einem das Chefherz, muss ich mal sagen. So, Kollege, jetzt einmal bitte Aufgabenliste, lege eine Pause ein. Das reicht, weil er kostet sonst unnötig Geld. Abends können wir die Tankstelle selber bedienen, sage ich mal. Weil abends ist weniger los. Das habe ich herausgefunden. Sehr gut. Oh, hier ist aber ganz schön verschmutzt. So, alles sauber, soweit. Hier auch, ja. Hier kann man später noch was hinstellen. Mal gucken. Kraftstoffstatus ist zu niedrig. Ja, jetzt müssen wir erstmal Kraftstoff bestellen. Gerade jetzt, wo wir auch zwei Zapfsäulen haben, sag ich mal. Wie teuer? 2,3. Ja, bestellen wir nochmal, ja, 100. Mehr geht auch nicht. Dann ist der nächste Tag auch gerettet. Ach so, ich will noch einmal wegen dem Reifen gucken, ob wir uns da was bestellen können. Reifen kosten 53, wie immer. Ja, können ja nur einkaufen. Sehr gut. Dann ist der nächste Tag auch schon vorbereitet, sage ich mal, ne? Weil, ja, der nächste Tag wird ja dann auch umso voller sein. Jetzt haben wir Kraftstofftank bestellt. Ein Reifen, da haben wir wenigstens zwei. Ist ja auch schon mal besser als einer, sage ich mal. Naja, mal gucken, wie das alles wird. Und dann müssen wir uns das mit dem Parkplatz mal überlegen, weil dann haben wir auf jeden Fall einen Grund, den Mitarbeiter auch die ganze Zeit an der Kasse stehen zu lassen. Weil ja dann doppelte Parkplätze bedeuten dann doppelte Menge an Kunden, die kommen könnten, theoretisch. Und das ist dann natürlich es wert auf jeden Fall, weil der gerade jetzt, wo der Shop so ein bisschen aufblüht, sage ich mal, auch wenn ein bisschen weniger Waren jetzt sind, aber ja, wenn die mal weiter weggehen, dann können wir uns auch mehr leisten. Doppelte Parkplatz, doppelte Einnahmen, schätze ich. So ist es theoretisch. Gleich ist 0 Uhr, dann möchte ich gleich gucken, was die Autoteile einmal kosten. Und dann mit der Toilette als nächstes. Die kostet ja nur 150, sage ich mal, ne? 150 geht ja, dann haben wir dafür die doppelte Einnahmen auch hinsichtlich von der Toilette. Sind zwar nur 1,5 Dollar, aber Kleinvieh macht auch Mist. Kunde an Werkstatt, Kunde an Kraftstoff. Erstmal machen wir den dann. Sehr schön. Und jetzt einmal den Kollegen in der Werkstatt abarbeiten. Oder die Kollegin. Ne? Moin. Grüße dich. Was haben Sie denn für ein Problem? Zweimal Reifen, ein Spiegel. Okay. Einmal so. Und zack, zack, zack. Tada. Jetzt die beiden Reifen. Oh, was heißt die beiden? Wir haben ja jetzt aktuell nur eins. Der Lieferant kommt ja erst gerade mit einem einzigen Reifen. Das ist jetzt nicht so die Welt. Sehr gut. Leute, wir machen hier erst einmal Schluss. In der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben und über ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und. Ah, musst du noch einen Schluck Kaffee nehmen. Jetzt aber. Ciao.